Willkommen zum nächsten Let's Test, und zwar Dr. Mario. Das Spiel kam 1990 für das NES und den Game Boy raus und ist ein Puzzlespiel. Ich denke, neben Tetris ist es eigentlich das bekannteste. Und hier geht es darum, diese Virus aufzulösen, indem man die Pillen in den richtigen Farben verwendet. Ich kann das direkt mal zeigen, man dreht das Ganze mit B und kann es auch beschleunigen, wenn man nach unten drückt. So, wenn man vier von diesen gleichen Farben hat, dann löst sich das Ganze auf. Das war gerade dumm, aber reparieren wir das. Ach, scheiße. Man sieht, ich bin jetzt nicht der Beste im Spiel. Mich jetzt auch nicht als besonders schlecht bezeichnen. Weil auch nicht als besonders gut. Die Musik ist auf jeden Fall auch legendär. Ja, das kann man so. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das so schnell mache, das eher ein Nachteil für mich ist. Weil ich dann überhaupt nicht hinterherkomme mit dem Denken. Das klingt jetzt so ziemlich dumm, aber. So. Ich bin auch außerdem ziemlich dumm. Hä? Was war das denn? Kann ich mal wieder ein blau-roter kommen? Ich hatte irgendwie gesagt, ich löse das blaue auf und dann fällt das rote runter. Aber mein Gehirn anscheinend das Ganze nicht richtig durchplant. Weißt du. Ah, zum Glück. Zum Glück habe ich das noch gerettet. Also ich hatte es eigentlich anders vor, aber das habe ich nicht hingekriegt von der Geschwindigkeit her. Das wäre perfekt für unten gewesen. Für oben. Spät. Ich hatte eigentlich was vor, aber es wird anscheinend nichts. Deswegen mache ich es einfach so. Gut. Und jetzt brauche ich noch ein gelbes und drei blaue. Und das war's dann. Weil sobald man alle Viren besiegt hat, geht's ins nächste Level. Ich hätte direkt mal mit Level 2 angefangen. Mach mal so. Gelb-Rot, war man das? Das war dumm, ich weiß. Zack, 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 zack. Ich werde noch diese andere Musik zeigen. Es gibt einmal dieses Fever-Theme und dann nochmal das Chill-Theme. Was ich sogar ein bisschen besser finde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich an dem satt gehört habe. Achso. Zack. Brauche ich nicht. Ich gehe einfach mal hier hin. Also ich habe es zu spät eingesetzt, um es noch zu brauchen. Hab ich was anderes vor. Ich brauch. Hallo? Was war denn das gerade? Zehnmal hintereinander nur gelbe? Okay. Also zehnmal ist es übertrieben, aber es war schon ziemlich oft. Mach es einfach, zack.
Und jetzt noch da drüben. Und das war's schon. Okay, das wird jetzt nichts mehr, das kann ich jetzt schon sagen. Das war schon schlecht. Ich darf auf keinen Fall so nach unten ziehen. Weil ich dann komplett geistig verwirrt bin. Ja, jetzt habe ich es gemacht. nein. Gelb, rot, nein. Ach, Mist. Jetzt passiert's. Okay, das fällt zum Glück erstmal alles runter. Okay. Was machst denn du? Das hat jetzt einfach so reagiert, das wollte ich überhaupt nicht. Ich muss mich echt konzentrieren. Ist auch wieder dumm. Okay, dann setze ich das direkt mal dorthin. Blau-gelb, wo könnte ich das hinmachen? Blau-rot, wo könnte ich das hinmachen? War dumm. Das wird mir zum Verhängnis. Okay, gut. Ja, das habe ich sogar mit Absicht so gemacht. Junge, wenn das nicht ordentlich reagiert. Okay, wo kann ich das gebrauchen? Schau es mal hier hin. Ist auch wieder dumm. Alter. Erstmal das auflösen. Ich bin nicht gerade die beste Technik, aber ich komme voran. Okay, das war jetzt unbeschreiblich dumm. Ich weiß immer nie, in welche Richtung die sich drehen. Das ist halt so dumm. Das passiert mir ziemlich oft, dass ich dadurch Fehler mache. Blau. Schau es mal hier hin. Ich brauche gelb. Habe ich wieder einen Fehler gemacht, das so runterzuziehen. Wie dumm war das eigentlich? Okay. Ich glaube, man kann das sehen, wie rum die sich drehen, aber ich habe das noch nicht ganz durchblickt. Ja, okay, ich habe es verkackt. Jetzt habe ich das aussehen an der falschen Stelle gehabt. Hauptsache, ich glaube, das ist mal weg. Könnte gelb-blau machen. Wird es jemals funktionieren? Was? Ja, ich krieg die rote weg.
Ja. Ist mir jetzt egal, dass ich es verkackt habe. Ah ja, das war auch schlecht. Nein! Ich hätte einen perfekten Ort für die gehabt. Für die auch. Ich kann nicht so schnell reagieren. Das war so dumm. Ich krieg aber auch nicht die, die ich haben will. Das war's. Zu welchem Level 4 war das? Mach ich jetzt mal Level 5, aber dafür mit geringer Geschwindigkeit. Und mit dem Chill-Theme. Ja, okay, das ist jetzt echt langsam. Gelb, blau, gelb, kommt daher. Aber es ist halt gut zum Trainieren. Weil ich habe das Spiel halt überhaupt nicht drauf. Okay, wo könnte ich blau-gelb hin tun? Irgendwas. Okay, ich habe einen Plan. Okay, wenn ich das jetzt drehe, kommt gelb darüber. Ja, man kann nicht sagen, das geht vielleicht zu weit, aber okay. Ich hätte fast was ganz Schreckliches gemacht. Ich muss jetzt echt mal mehr spielen, damit ich hier ein bisschen besser drin werde. Zack. Okay, wo kann ich blau-rot hin tun? Dahin. Blau-gelb kann ich dahin tun. Blau-rot wieder mal. So kann das blau hin. Ich schmeiß es mal hier hin. Was tue ich hier hin? Okay, das kann ich gut verwenden, und zwar hier. Kann ich schon blau-rot hin tun? Ich glaube, das ist falsch rum, oder? Nee, Glück gehabt. Ja, zum Glück habe ich hier diese Ecke, wo ich das immer hin tun kann. Rot-gelb, das kann hier hin. Ich brauche mal blau. Blau-rot brauche ich. Ich brauche blau-rot. Warum kommst du nicht, blau-rot? Ah, ich habe eine Idee. Ja, okay, das kann man schon mal machen. Ja, okay, auf der Geschwindigkeit ist es deutlich einfacher. Machen wir so. Okay, du willst hier auch nicht irgendwie was zubauen. Wo könnte ich das denn hin tun?
Das schmeiße ich hier hin. Ich brauche mal Rot. Ja, mach ich so. Ah, jetzt kommt's Rot. Zack. Okay. Mach es so, zack. Und zack. Okay, probiere ich das noch. Der Anfang war schon mal schlecht. Um das schon mal klarzustellen. Eine lustige Idee. Und ich hab sogar Glück. Geh da rein! Ach Junge. Wo tue ich das hin? Ich tue es hier hin. Das tue ich. Ist ja eigentlich lustig, aber ich lasse es, weil das nicht so einfach ist. Ach so dumm. Aber ich wusste jetzt echt nicht, wo ich das mal alles hin tun soll. Gut, habe ich das noch gerettet? Ich weiß nicht, was ich mit dieser Farbe hier machen soll, mit diesem Mix. So, jetzt weiß ich, was ich machen soll damit. So, immer schön hier hinschmeißen. Zack. Blau-Rot, wo kann das denn hin? Das ist doch perfekt hier. Langsam wird dieses Spiel mich verarschen, oder? Jetzt, okay. Jetzt funktioniert's. Ja, ich mach's einfach. Gut, ich wurde mäßig bestraft. Also eigentlich wurde ich überhaupt nicht bestraft. Ich hab ziemlich viel Glück gehabt. Blau-Gelb tue ich mal dorthin. Okay, Blau-Rot, wo kann das hin? Das tue ich wieder dahin, okay. Ich habe einen Plan, aber ich kann ihn nicht umsetzen, weil ich nicht das Richtige bekomme. Ich brauche Rot-Gelb. Einfach ist rot, gelb, blau, und das habe ich gerade bekommen. Gut. Gut, 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 gut. Das mache ich mal lieber so. Was mache ich jetzt? Ich muss dieses Blaue da wegbekommen. Oh. Gut. Das habe ich nicht auf den ersten Blick gesehen. Geht damit und weg. Damit. Damit. Zack. Mach ich jetzt noch schnell hier. Ich habe gerade gesehen, blau-gelb hätte ich ja viel besser wegräumen können. Blau-gelb, ja, das brauche ich. Doppelrot, wenn ich jetzt doppelblau bekomme, was ich auch bekomme. Mach ich einfach so. Und so. Und das war's. Das war's mit der Stage und mit diesem letzten Test.
Dann zum nächsten Let's Test.